Willkommen bei einer weiteren Folge für mein Let's Play Ultimate Team und heute gibt es mal wieder einen weiteren Teil, wo ich hier die Spiele aus der Liga 2 zusammenfasse und nachkommentiere. Zunächst einmal muss ich sagen, es freut mich sehr, dass auch bei euch das Ganze sehr gut ankommt. Also das Feedback ist eigentlich durchweg positiv, das finde ich cool. Aber jetzt konzentrieren wir uns hier auf die Liga 2 und wir sehen, dass wir 6 Spiele absolviert haben. 3 Siege, 1 Unentschieden, 2 Niederlagen. 10 Punkte macht das Ganze, das ist ein bisschen wenig. Wir haben jetzt noch 4 Spiele verbleibend, brauchen 18 Punkte für den Titel und 18 Punkte für den Aufstieg und 21 Punkte für den Titel. Das bedeutet, wenn wir hier den Titel auch nicht haben möchten, dann muss ich jetzt hier alle 4 Spiele gewinnen in der verbleibenden Saison. Und die wird es jetzt hier auch in dieser Folge geben. Mal schauen, ob es dann für den Aufstieg reicht oder auch für den Titel. Das sehen wir jetzt, wenn wir hier anfangen. Und ja, also es war echt bis hierhin eine harte Saison. War wirklich einiges dabei. Enge Spiele auf jeden Fall. Jetzt muss nochmal richtig performt werden. Wir brauchen 8 Punkte für den Aufstieg. Das heißt, auch hier zum Beispiel 2 Siege, 2 Unentschieden möglich. Dann würde das auch klappen mit dem Aufstieg. Oder einfach ein Spiel noch verlieren und danach 3 Siege einfahren. Das ist alles noch möglich. Wir suchen uns den Gegner, spielen wieder mit meinem starken Goldteam. Haben jetzt auch den Gegner gefunden. Und dieser spielt im 4-3-2-1, das hatten wir auch schon häufiger, und hat vorne sehr schnelle Spieler mit Reus, Shaqiri und Inform Hermann. Reus auch ein bisschen ungewöhnlich, quasi als LS im Sturm aufgestellt. Sieht man auch nicht so häufig. Jedenfalls hier lasse ich direkt mal vom Anstoß aus laufen, weil ich finde doch, der erste Angriff ist mir ganz gut gelungen. Mit sehr viel Ruhe. Pogba kann hier den Ball verteilen auf Griezmann. Kurzer Doppelpass, schön angesetzt und danach wieder auf Costa abgelegt. Schusstäusch und zur Ballannahme draufgezogen, aber leider ganz, ganz knapp am Tor vorbei. Das wäre doch schon ganz schön gewesen zum Einstand. Jetzt Diego Costa wird hier hart angegangen. Es gibt den Freistoß. Und das letzte Mal hatte ich ja hier eine Variante, wo ich mit Benzema durchgelaufen bin. Diesmal schieße ich ihn mit Benzema drauf und das Ding setzt sich ganz, ganz knapp an die Oberkante der Latte. War auf jeden Fall ein schöner Versuch, hat nicht ganz gereicht. Hier schön durchgesteckt auf Isco, der Schuss wird blockiert. Costa kann hier nicht mehr einnicken, war auch fast haarscharf davor, ins leere Tor einköpfen zu können. Jetzt der steile Pass hier auf Pogba, der im 1 gegen 1 gegen den Verteidiger im Sprintduell quasi. Probiere ich ihn hier mit Tempo-Dribblings aus den Fugen zu bekommen und danach leider gegen Leno keine Chance gehabt. Ich habe den Ball nicht vorbeigekommen. Sehr souverän gehalten. Jetzt Hermann hier. Verteilt den Ball auf Schweinsteiger. Der legt ihn ab auf Reus. Und der ist auf dem Flügel ganz weit und frei, ganz alleine. Jetzt kommt die Flanke irgendwie ganz verzögert und Shaqiri kann ihn einfach ins Tor reingrätschen. Ja, war irgendwie ein bisschen komisch. Die Flanke letztendlich dann doch eigentlich sehr gut zugestellt. Aber Shaqiri bekommt den Ball trotzdem auf seinen Fuß und kann ihn dann ins leere Tor reinkrätschen quasi. Schein, kein schöner Start, weil ja doch zu Beginn die eine oder andere gute Chance mit dabei war. Jetzt hier die nächste gute Situation. Reus kann ja auch den Torhüter überwinden, aber es war abseits und da hatte ich ein bisschen Glück gehabt. Das war wirklich sehr, sehr eng. Jetzt der Gegner weiter mit guten Chancen. Kommt irgendwie ein bisschen duselig dazu, zum Abschluss zu kommen und dann auch eine gute Chance. Jetzt in der zweiten Halbzeit, Diego Costa macht hier schön über Körpertäuschung den Ball heiß und jetzt in die Spitze gespielt auf Benzema. Der setzt sich durch, jetzt gegen 2 verliert er den Ball, bekommt ihn aber wieder direkt vor die Füße und dann gegen Leno leider gescheitert auf 4 Meter Entfernung. Also sehr, sehr ärgerlich. Jetzt hier hoch durchgespielt auf Jesus Navas, der erstmal wieder nach innen gezogen, wieder nach außen gezogen. Danach jetzt hier wieder weitere Körpertäuschung oder, ja, ich sag mal, Übersteiger, die führen dazu, dass der Gegner hier voll in mich hineinläuft und das ist ein glasklarer Elfmeter. Ich glaube, da besteht gar kein Zweifel. Benzema legt sich den Ball bereit, steht dann jetzt hier am Elfmeterpunkt der Ball und wartet darauf, reingedroschen zu werden. Das macht Benzema auch rechts oben, platziert er den Ball, der Torhüter reagiert gar nicht, er bleibt stehen. Und damit steht es jetzt hier wieder 1:1. Und kurze Zeit später haben wir dann auch schon die nächste Situation. Hoher Steilpass hier auf Diego Costa. Der ist auf den Außen durch, zieht jetzt hier rein und probiert jetzt hier die Flanke durchzubekommen. Die ist blockiert, aber Benzema kann jetzt hier ähnlich wie Shaqiri den Ball aus ganz, ganz kurzer Distanz dann ins Tor reinschießen. Das war ein bisschen glücklich, weil die Flanke abgefälscht ist und auch nur dadurch dann auch so viel Gefahr erzeugt hatte. Jetzt in der Nachspielzeit oder 90 Minuten noch eine Chance. Die Flanke auf Diego Costa, danach hier im 1 gegen 1 verspiele ich den Ball. Der Schiedsrichter pfeift ab und so konnte ich hier dieses Spiel doch noch irgendwie drehen, nachdem ich irgendwo in Rückstand geraten bin, am Anfang gute Chancen hatte. Dann der Elfmeter brachte so ein bisschen die Wende. Ich glaube, da bestand kein Zweifel, dass das ein Elfmeter war. Natürlich die Situation, wo er entstanden ist, ein bisschen glücklich, weil ich aus der Situation nicht ganz so viel Torgefahr erzeugen kann. Aber es hat gereicht und damit haben wir schon mal hier im ersten Spiel 3 Punkte eingefahren, stehen schon wieder bei 13 Punkten.
Und im zweiten Spiel habe ich mich dafür entschieden, mit meinem zweiten Goldteam, oder Goldteam ist es ja nicht ganz, weil Chamiti mit Silber hier drinnen ist, aber mit Shikari, Depay und Ben Arfa mein etwas schlechteres Team zum Einsatz zu bringen. Der Gegner spielt mit einer Dreierkette, das sieht man schon hier, das ist ein 3-4-1-2 und der hat ja sehr viele deutsche Spieler drin, sehr viele Bayern-Spieler drin, aber auch Borussia Dortmund und dann Schürrle jetzt hier bei Chelsea, inzwischen ja zu Wolfsburg gewechselt. Dreierkette ist natürlich immer ein bisschen gewagter. Kommen jetzt hier auch direkt in der Situation, wo wir die Spieler in der Spitze anspielen können. Chamiti weiter auf Shikari, der weiter auf Depay und der bekommt den Ball da sehr, sehr gut angespielt. Kann ihn dann auch eiskalt vernetzen oder verwerten, um ihn dann reinzunetzen. So formuliert, gegen den Innenpfosten ist er noch gegangen und danach ins Tor gesprungen. Sehr, sehr schöner Ausgang. Ich denke auch ganz vernünftig gespielt. Ein bisschen Glück, dass er durchkommt. Aber jetzt hier der Gegner in die Spitze auf Lewandowski. Der mit einfach ein paar geschickten Drehungen kommt da auch durch. Und jetzt der Abschluss. Weinfeller hält den Ball gut und ich bekomme dann auch die Situation geklärt. Im Gegenzug 27. Minute Ben Arfa kann jetzt hier Shikari anspielen, der zurück auf Wijnaldum und jetzt wird es ein bisschen kurios, der vertippelt hier den Ball, schießt dann irgendwie aus der Drehung und macht dann das 2-0, das sah irgendwie ein bisschen ja, unorthodox aus, ungewöhnlich auf jeden Fall. Ben Arfa jetzt im 1 gegen 1 hier am Boateng, glaube ich, wollte vorbeiziehen mit dem Scoop-Turn, wird dabei gefoult. Und die Freistöße, die sind immer wie so ein Thema hier von halb rechts. Diesmal mache ich wieder die Durchlaufvariante. Das heißt, ich mache jetzt eine Schusstäuschung mit Depay. Einen Augenblick. Gleich wird es soweit sein. Da ist sie. Danach spiele ich kurz X an. Danach ist er durch. Ich schieße einfach mal drauf. Und leider hier auch wieder nur Aluminium. Und es hat nicht gereicht, das 3-0 zu machen. Der Gegner jetzt mit einer Ecke. Die kommt ganz gut auf den ersten Pfosten. Und Schürrle setzt sich hier durch und macht den Anschlusstreffer. Aus dem Nichts quasi. Hat er hier dann kurz vor Halbzeitpause die Chance gehabt. Über die Ecke kurz ausgeführt. Komisch, wie sich auch Schürrle da einfach lässig im Kopfballduell durchsetzt. Ist jetzt nicht der überragendste Kopfballspieler. Aber dann, zu Beginn der zweiten Halbzeit, der Pass hier auf Lewandowski. Richtig krasse Ballmitnahme und dann der Ausgleichstreffer. Das wird man auch nochmal gleich in der Wiederholung sehen. Das war einfach sehr stark von Lewandowski gemacht. Erstmal hier der öffnende Pass, die Innenverteidiger nicht richtig mit. Und dann hier diese Ballmitnahme, die ist richtig stark, weil er dabei einfach super viel Tempo mitbekommt. Und häufig werde ich ja noch rankommen an den Verteidiger, in dem Fall nicht. Ich kann hier mit dem Ball den Ball abnehmen, mach ein Roulette, bin dann durch und jetzt im 1 gegen 1 gegen den Torhüter scheitere ich mal wieder. Das sieht man ja auch recht häufig, wie häufig ich hier auch 1 gegen 1 Situationen gegen den Torhüter verkacke. Shikau jetzt auf den Außen mit dem Roulette, zieht weiter außen durch, zieht wieder in die Mitte und macht jetzt hier noch eine Schusstäuschung, ist danach durch und zieht das Ding drauf zum 3-2 in der 83. Minute. Das hat er nochmal richtig stark über die Einzelleistung gemacht. Erst die Körpertäuschung, danach die Schusstäuschung, die Gegenspieler ausgetanzt und damit dann das 3-2 gemacht. Und jetzt sind wir hier kurz vor Ende. Kabea hat jetzt hier nochmal den Ball. 90 Minuten haben wir schon, legt ab auf Wijnaldum. Der macht der leeren Schusstäuschung, danach der Schuss drauf und Reiner mit einer richtig starken Parade noch dabei. Der Schiedsrichter pfeift dann jetzt hier ab in der 90. Der Ball ist sehr weit außen in der gegnerischen Hälfte. 3-2 konnten wir dieses Spiel gewinnen. Schon wieder ein unglaublich enges Spiel. Hier sieht man nochmal das erste Tor in den Ansätzen. War, wie gesagt, sehr eng. Und ich konnte es dann letztendlich doch über ein schönes Solo von Shikari dann regeln, dass ich jetzt hier bei 16 Punkten stehe. Also bis jetzt läuft es schon mal glatt und jetzt brauche ich noch 2 Punkte für den Aufstieg und ja, wie gesagt, 2 weitere Siege, um auch den Titel zu holen. Wir suchen uns jetzt hier den nächsten Gegner. Und hier habe ich mich jetzt dafür entschieden, die letzten beiden Spiele auch wieder mit meinem starken Goldteam zu machen. Da wollte ich jetzt keinen Zweifel aufkommen lassen, dass ich dann nachher irgendwie sage, scheiße, hätte ich doch mal mit meinem besten Team gespielt. So soll es nicht sein. Der Gegner hier in einem 4-4-2 und auch ein sehr starkes Team mit Diego Costa und Agüero im Sturm. Richtig klasse. Rooney, Yaya Touré, richtig krankes Mittelfeld. Links David Silva, rechts Alexis Sanchez. Das sieht richtig stark aus. Kompany, David Luiz in der Innenverteidigung. So, jetzt hier der Pass in die Spitze, ein bisschen abgefälscht, ein bisschen unkonventionell. Jetzt probiert der Gegner hier zu klären und das wird zum Eigentor fast in dem Sinne. Da wollte er irgendwie zum Torhüter zurückspielen, der Ball zu Lepsch und Isco läuft dann da gut hin, kommt vom Torhüter ran und kann ihn dann am Torhüter vorbeilegen zum 1-0 und zum frühen 1-0. Das ist mal auch sehr entspannt. Diego Costa jetzt hier legt den Ball ab auf Isco und der kriegt den Ball auch gut aufgelegt mit dem rechten in die lange Ecke mit dem Außenriss zum 2-0. Das war mal ein richtig schöner Doppelschlag hier. Dann mal der kurze Pass von Costa auf Isco und damit nach 11 Minuten direkt die komfortable Führung, aber die sollte nicht lange Bestand halten. Diego Costa bekommt hier den Ball vor die Füße und keine Ahnung, was mein Torhüter da macht. Jedenfalls Bälle halten ist es nicht. Und damit leider auch dann sehr, sehr zeitige Anschlusstreffer zum 1-2.
Ich habe dann jetzt hier direkt am Anstoß wieder eine gute Situation. Benzema mit dem Heel-Chop am Gegner vorbei. Aber ich komme nicht ganz durch. Dennoch ist immer noch Gefahr drin. Diego Costa auf Jesus Navas, der wieder in die Mitte bzw. zieht rein. Kann dann jetzt hier den Ball ablegen auf Diego Costa. Und der aus 10 Metern kann den Ball leider nicht im Topplatz sehen, weil er noch blockiert wurde. Aber hier schön durchgesteckt auf Jesus Navas. Ich lege nochmal rechts schön drauf und dann am Torhüter vorbei. Und ich nutze mal die 1-gegen-1-Situation gegen den Torhüter und verkacke es nicht. Auch eher seltenheitswert. Jetzt hier irgendwie ein ganz, ganz komischer Ball, der auf einmal durch ist. Und Diego Costa kann den erlaufen und macht dann auch wieder direkt den Anschlusstreffer. 5 Treffer hier in der ersten Halbzeit. Es war ein bisschen komisch. Irgendwie bekommt er den Ball und hat dann einfach mal irgendwo Dreieck gespielt und auf einmal alles frei. Aber es ist noch nicht vorbei. Schöne Doppelpasskombination zwischen Isco und Diego Costa. Und auch hier wieder im 1 gegen 1 gegen den Torhüter kann ich meine Chance nutzen und mache das 4. Tor auf meiner Seite. Diese schöne Doppelpasskombination, die hat mir auf jeden Fall gefallen zwischen Isco und Costa. Jesus Navas jetzt hier auf den Außen, bringt sie rein und Isco setzt sie sogar durch, bringt den Ball aber hier auch nur an den Pfosten. Das war auch nochmal eine richtig starke Chance und auch Costa jetzt hier in einer guten Situation, um einfach mal einen Longshot rauszuhauen. Ich komme leider nicht mehr rechtzeitig draufgelaufen, kriege den Ball nicht mehr blockiert und den haut er mir einfach mal mega krank ins Tor hinein mit ordentlich Bums. Der Torhüter, dem kann ich da gar keine Vorwürfe machen, da kommt er nicht mehr ran. So, Chiellini bekommt hier den Ball rausgespielt, aber leider sitzt er so noch gefährlich. Touré mit dem Schuss aus 25 Metern ist geklärt. Und damit noch die Ecke. Jetzt hat Benzema hier den Ball alleine vorne in der Spitze, kann jetzt hier auf das Tor zu rennen. Die Verteidiger rennen ihm alle hinterher. Er muss jetzt hier auf jeden Fall Zeit gewinnen. Das klingt auch ganz gut. Jetzt verliere ich leider hier den Ball und Zabaleta bekommt ihn rausgespielt, aber dann ist der Ball wieder bei mir und der Schiedsrichter pfeift ab und das nächste enge Spiel, was ich hier gewinnen kann, 4:3, auch hier wirklich bis zuletzt dann auch spannend gewesen und der Gegner noch mit der Chance oder mit dem Schuss von Yaya Touré, wo ich eben ganz kurz durcheinander gekommen bin, war auf jeden Fall nochmal richtig gefährlich und das bedeutet zumindest schon mal jetzt mit den 19 Punkten, die wir jetzt haben, wir haben den Aufstieg geschafft und das bedeutet auch, es geht dann demnächst auch wieder weiter mit Liga 1. Jetzt gilt es aber nochmal den Titel zu holen. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal das letzte Spiel auch gewinnen und danach haben wir auch dann den Titel gewonnen. Ganz einfache Rechnung. Natürlich echt schade, dass ich das am Anfang so viele Punkte da verloren habe, sodass es jetzt wirklich bis zuletzt mit 4 Siegen dann irgendwie laufen muss, um eine Chance zu haben. Hier sieht man das gegnerische Team, Jesus Navas, Bale vorne drinne und Jesse Rodriguez, der dann noch ausgetauscht wurde, ich weiß gar nicht gegen wen, Hazard war es. Und ich habe hier einfach mal die ersten beiden Angriffe vom Gegner laufen lassen. Er hat einfach super krass nur die Dreieckstaste gespammt. Also die Steilpässe. Jetzt hier auf Benzema. Schöner Heel-Chop und dann bin ich auch direkt frei durch. Und Benzema lässt sich auch diese Chance nicht nehmen. Eiskalter Abschluss. Hier sieht man, glaube ich, nochmal. Nee, breche ich ab den Heel-Chop. Und danach sieht man jetzt auch nochmal den Wechsel hier von Hazard gegen Jesse Rodriguez. Und Hazard setzt hier direkt Akzente. Aber ich kann den Ball abnehmen. Und Jesus Navas ist hier in der eigenen Hälfte. Schön L2-2-Step. Danach eine Körpertäuschung am nächsten Gegner vorbeigezogen. Dann kommt der Roulette. Und dann kommt noch ein Roulette. Dann bin ich auf den Außen durch und kann natürlich jetzt hier für Gefahr sorgen, weil Jesus Navas ist ein guter Flankengeber. Die kommt auch auf Benzema und bam! Dann leider der Kopfball der Gea noch dran und leider nur an die Unterkante der Latte. Nicht das 2:0, was natürlich sehr komfortabel gewesen wäre. Jetzt hier die Abwehr unsortiert und Hazard kann den Ball vor dem Torhüter erreichen und macht dann hier den Ausgleichstreffer. Und das war natürlich eine richtig bittere Pille, nachdem ich da mit Benzema eigentlich die Chance habe zum 2:0. Die er aus 3-4 Metern nicht nutzen kann, kann Hazard hier seine Chance nutzen und dann ins leere Tor einschießen. Und jetzt habe ich dann irgendwo ein bisschen Kokolores gemacht, mit Pogba direkt den Ball verloren. Touré, ja, kann jetzt hier den Ball sehr schön erobern und danach lässt er 3 Gegenspieler von mir stehen, trischt den Ball mitten aufs Tor und mein Torhüter reagiert schon wieder nicht. Man sieht es auch nochmal gleich in der Wiederholung. Ich muss mir natürlich voll auf meine Kappe schreiben, wie doof ich den Ball verliere, aber was ist das denn hier? Bin ich da mit 3 Spielern dran und irgendwie schafft es Yaya Touré da so zu stehen, dass ich nicht an den Ball rankomme und danach mitten aufs Tor geschossen. Torhüter hält den Ball nicht. Ein bisschen ärgerlich das Ganze, aber jetzt hier der Steilpass auf Benzema und der mit der nächsten guten Chance, aber leider scheitere ich im 1 gegen 1 gegen De Gea, konnte den Abschluss nicht mehr ganz gut vorbereiten. Aber es wird noch heiß, leider auch dieser Schuss jetzt blockiert und damit dann auch diese Situation hier geklärt. Inzwischen die 31. Minute können wir jetzt hier durchstecken auf Isco und der hat jetzt auch mal wieder eine Chance und den zieht er ganz, ganz knapp links am Tor vorbei. Aber
Wir bekommen jetzt hier weitere Chancen, weitere Drucksituationen, die wir erzeugen. Und es gibt eine gute Freistoßgelegenheit. Wir hatten zu Beginn schon einen Freistoßversuch gegen die Latte mit Benzema. Diesmal möchte ich es besser machen. Und auch den schlänze ich an die Latte. Das ist doch einfach ärgerlich. Das hätte auch hier sehr, sehr schön der Ausgleichstreffer sein können. Es hat aber leider nicht gereicht. Ein weiterer schöner Freistoßversuch, der nicht klappt. Und jetzt hier Kroos wird bedrängt. Er schafft es dennoch, einen guten Schuss loszuwerden. Und auch er trifft hier nur die Latte. Hätte ich mich wirklich tot geärgert, wenn er reingegangen wäre, weil ich hatte so gute Chancen, dann habe ich die Sünder bedrängt. Aber jetzt Isco, kann ich nochmal richtig geil anspielen. Und dann im 1 gegen 1 schnippel ich den hier am Torhüter vorbei. Und auch hier gelingt es mal wieder, eine Chance zu nutzen. Schön durchgesteckt und danach mal eiskalt rechts in die kurze Ecke am Torhüter vorbeigelegt. Und damit den Ausgleich erzielt. Jetzt weiter hier. Diego Costa verliert den Ball und Kompany tackelt den Ball raus. Und daraus wird ein Pass in die Spitze. Was ist denn hier los? Hazard im 1 gegen 1 schießt den auch am Torhüter vorbei. Und damit dann die erneute Führung hier zu Beginn der zweiten Halbzeit. Auch hier war ich irgendwo ein bisschen fassungslos. Kompany spielt den Ball raus und daraus wird dann der Steilpass in die Spitze. Keine Ahnung, was da genau los war. Jetzt Jesus Navas hier auf den Außen. Zieht jetzt nochmal wieder Schuss schon rein. Ich stehe eigentlich richtig, krieg den Ball nicht rausgespielt. Und danach schießt er ganz, ganz knapp am Tor vorbei. Ein bisschen Glück gehabt, dass es jetzt hier nicht schon 4-2 steht. Isco mit dem Ball auf Benzema in die Spitze, danach die Schusstäuschung und jetzt kommt wieder dieser geile Moment, wo die einen Spieler die Schüsse blockieren. Es macht mich wahnsinnig in FIFA, so viel kann ich verraten. Jesus Navas mit dem Steilpass hier auf Diego Costa, der zieht rein und im letzten Moment wird dieser Schuss blockiert von Kompany. Das war natürlich auch fast eine richtig gute Chance, aber wir sind noch weiter am Drücker, wir haben weiter noch die Gelegenheit. Inzwischen 65 Minuten Isco mit dem Ball am Fuß und jetzt schön Doppelpass oder schöne freigespielt auf Pogba und auch der schafft es nicht, diese Chance zu verwerten. Es war einfach eine richtig bittere Pille, aber Pogba mit der nächsten Situation im 16er tankt sich durch, zieht rein und danach wird der Schuss blockiert und nochmal gehalten von De Gea und dann geklärt. Weitere gute Chancen ist, bricht das jetzt hier schön ab. Pass auf Diego Costa, der nimmt sich jetzt mal richtig Mut, tanzt den Gegner aus und auch hier schießt einfach mal ganz, ganz trocken aufs Tor und trifft dann auch einfach mal. Es müssen nicht immer diese freien Chancen sein. Manchmal reicht es auch einfach, wenn man irgendwo um 16 mal auf Kreis drückt und danach kommt dann jetzt hier auch der Ausgleichstreffer und jetzt haben wir noch ein paar Minuten. Ich brauche den Treffer für den Titel in Liga 2. Hier haben wir jetzt eine gute Situation. Denkt man, aber irgendwo war da gerade ein Foul. Ich habe keine Ahnung, wo es das gewesen sein soll. Aber der Gegner spielt mir den in den Fuß. Jetzt müsste ich eigentlich nur oben verteilen. Leider mache ich es nicht. Ich verdribbel mich und damit auch diese gute Situation verkackt. Jetzt spielen wir nochmal Walker den Ball raus und spielen jetzt hier schnell in die Spitze. Schnell auf Offensiv. Jetzt haben wir hier ein 3 gegen 2. Leider bekomme ich den Ball nicht durch. Und damit hat er ihn abblockiert. Und auch hier wird es jetzt nochmal eng. Ich spiele den Ball raus, spiele mal eine Leute an, was natürlich ärgerlich ist. Und danach pfeift der Schiedsrichter ab und ich habe es leider nicht mehr geschafft, den entscheidenden Treffer zu erzielen und es hat nicht gereicht mit dem Titel in Liga 2. Da muss ich sagen, da war ich auch ein bisschen frustriert und sauer, weil ich hatte richtig, richtig, richtig gute Chancen in dem Spiel und ja, wie die Tore hier vom Gegner gefallen sind, ja, das zweite Tor mit Yaya Touré, das muss ich mir auf meine eine Kappe schreiben. Aber das Ding, wo er mit Kompany den Ball rausspielt und dann auf einmal ein Spieler durch ist, das war auf jeden Fall ein bisschen ärgerlich. Spielerisch ist da nicht so viel zusammengekommen beim Gegner. Man sieht es auch an den Schüssen. Da war auf jeden Fall deutlich die Oberhand auf meiner Seite. Bringt alles nichts. Wir haben nur 20 Punkte geholt. Ein Punkt hat gefehlt für den Titel hier in Liga 2. Wir haben es leider nicht geschafft. Aber dennoch, wir sind jetzt in Liga 1 wieder. Und ich habe es dann so gemacht, dass ich danach den Asia Cup gespielt habe. Der ist ja inzwischen vorbei. Ich habe ihn aber dennoch mit meinen Koreanern gespielt. Den wird es dann jetzt auch in den nächsten Folgen geben. Das heißt, in den nächsten Folgen wird es wieder schön live kommentiert sein, so wie ihr es kennt. Und ansonsten, ja, werde ich mal schauen, ob ich dieses Format mit Zusammenfassen und Nachkommentieren ab und zu mal unregelmäßig einbaue, weil es doch sehr gut angekommen ist. Falls das auch der Fall ist, könnt ihr das nochmal gerne bestätigen, wenn es euch gefallen hat. Das war die Zusammenfassung von der Liga 2. Da waren echt enge Spiele dabei und ich war echt überrascht, wie schwer ich mich getan habe. Und ich glaube auch von den Spielen hier, ich habe heute jedes Spiel, was ich gewonnen habe, nur mit einem Tor gewonnen. Und das war echt immer auf Messerschneide. Also das war echt ein harter Kampf. Hätte ich so nicht erwartet. Aber gut, mal schauen, wie es dann jetzt in Liga 1 gelingt. Wir sehen uns zunächst im Asia Cup und das dann, wie gesagt, wieder live kommentiert. Das soll es für heute gewesen sein. Haltet euren Kasten sauber. Euer Tess. Auch nicht schlecht von Ihnen. Was ist hier los? Ja! Ist klar!